herein. 3:1 ist es ausgegangen. Hätte eigentlich, so wie ich die Chancen gesehen habe, noch höher ausfallen können für Sie. Und ja, was die Unsicherheiten anging, vielleicht auch in die andere Richtung mehr Tore fallen. Ja, das ist ein Problem, das uns ja die ganze Runde begleitet. Wenn man die Chancen sieht, die wir über die ganze Runde kreieren, und wenn man dann sieht, was wir daraus machen, dann ist es so ein Abbild, dieses Spiel, eigentlich von der ganzen Runde. Normalerweise müssten wir, wenn man hätte Fahrradkette, sagt man so schön, wenn wir die Hälfte der Chancen, die ja hundertprozentig reingemacht hätten, die wir immer kreieren, dann hätten wir das Problem nicht mit unserem Tabellenplatz. Aber da kommt das eben her, und das war heute das Spiel, genau so stellt sich das dar. Vorne machen wir das nicht rein und hinten sind wir mal unkonzentriert und dann kriegen wir die Dinger. Die Regionalligisten haben heute verstärkt ausgeholfen. Hat sich das stark ausgewirkt heute? Ja, das ist natürlich, merkt man das. Das ist ja klar, die Jungs sind abgezockter. Wir haben ja eine ganz, ganz junge Mannschaft, und wenn man dann in dieser Situation ist, in der wir die ganze Runde uns bewegen, wir haben permanent Verletzte, wir sind ständig am Improvisieren. Ich glaube, ich habe die ganze Runde nicht zweimal hintereinander die gleiche Mannschaft aufs Feld schicken können, weil immer wieder Verletzungen gekommen sind. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass wir die Hilfe brauchen, auch bekommen. Ich bin immer wieder stolz auf unsere Jungs aus der Regionalliga, wie die sich bei uns reinhauen, wie es denen Spaß macht, bei uns zu spielen. Und das merkt man selbstverständlich in der ganzen Spielanlage. Und dann, wie man es jetzt wieder gesehen hat, hinten raus, dann die letzten 15, 20 Minuten, da kommt dann die Qualität richtig zu tragen. Da sind die einfach fitter, da sind die athletischer, und da machen sie dann die entscheidenden Dinge. Sie haben jetzt Punkte sammeln können im Abstiegskampf. Wie geht es jetzt weiter? Ja, wir haben jetzt einen Schritt gemacht, einen kleinen Schritt gemacht. Es sind noch 4 Partien. Ich habe zu Anfang der Runde, als ich mal gefragt worden bin von den Medien, gesagt, man braucht 34 Punkte, um safe zu sein. Das ist nach wie vor so. Das kristallisiert sich immer mehr in diese Richtung. Und wir haben jetzt noch 4 Spiele und müssen schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Und die anderen hinter uns werden auch noch Punkte holen. Herr Rhein, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ja, danke schön.